Danke für die Glückwünsche und moin an alle, die hier sind. War eine harte Zeit, ne? 7 Spiele zu verlieren als Aufsteiger, das ist natürlich schon ein Brett. Und trotzdem dann Ruhe zu bewahren, jedes Spiel immer wieder neu zu analysieren und die Spieler immer wieder aufrichten. Sich selber natürlich auch aufrichten und immer wieder auch an seine Spieler, an seine Mannschaft glauben. Ich denke, das ist in so einer Phase dann auch das Wichtigste, dass man da nicht an der Qualität seiner Spieler oder der Mannschaft zweifelt. Und wir haben in dieser Woche nach dem Hamburg-Spiel haben wir uns nochmal eingeschworen und haben dann den Reset-Knopf gedrückt. Haben dann schon eine gute Leistung gezeigt, vor allem defensiv in dem Spiel in Trochtersen. Und wussten aber, dass es nur mit Verteidigen halt auch in dieser Liga nicht reicht, um was mitzunehmen. Klar kannst du mal so einen glücklichen Punkt erzielen. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, so wie können wir das Ganze noch ein bisschen nach vorne hin besser gestalten. Und die Mannschaft hat es heute richtig gut umgesetzt und war von der ersten Minute an da und das Publikum war da, unsere Fans. Ich meine, der Banner sagt ja alles, auch in schwierigen Zeiten musst du zusammenhalten. Und deswegen großes Kompliment an meine Mannschaft, an uns alle. Und aber auch Glückwunsch, Thorsten, für die 7 Punkte, die ihr ja schon eingefahren habt. Seid ihr früher angekommen in der Regionalliga Nord? Wir sind seit heute zurück und wollen jetzt in den nächsten Wochen weitere Punkte sammeln und dafür brauchen wir euch. Danke.